Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nutze ich noch die letzten 20 Minuten hier am Ammersee, um ein schönes Foto zu schießen und möchte auch mich ein bisschen an der frischen Luft rumtreiben. Ich war die letzten Tage krank, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich denke, frische Luft tut gut. So, jetzt bin ich mal hier wieder ans Ostufer gefahren, an einen Uferbereich, den ich noch nicht kenne. Der Ammersee hat ja einen Umkreis von 43 Kilometer und da kann man lang noch nicht alles kennen. Und so bin ich jetzt hier gelandet an, ja, Uferstückchen. Ich bin hier ein bisschen durch den Wald gelaufen von der Landstraße her und habe hier ganz interessante Steinformationen im Wasser gefunden. Das ist jetzt einfach nur das, was der Spot hergibt. Ich habe jetzt noch 15 Minuten Zeit und jetzt schieße ich mein Foto und nehme euch einfach mal mit. Ich hoffe mir ja von dem Foto diese Lichtspiegelungen von den Wolken und der Sonne auf dem Wasser schön einfangen zu können. Und mittendrin stehen diese paar Steinhaufen. Vielleicht ist es ein cooles Foto wert. Ich werde jetzt auch so auf den letzten Steinhaufen mal fokussieren und Blende, was weiß ich, 5, 6 oder 8. Sowas checke ich jetzt aus. Und ich denke, es macht auch Sinn, einen Filter vorne drauf zu schrauben, einen ND-Filter, dass ich länger belichten kann. Gehen wir es an. Ich werde jetzt meine Kamera ausrichten, den 64-fach ND-Filter aber noch nicht vorne drauf packen, sonst ist das Bild schwarz und ich sehe nichts. Genauso fokussiere ich jetzt auch manuell, lasse dabei den Filter oben und wenn ich mein Bild soweit habe, checke ich die Belichtungszeit aus ohne Filter, dann rechne ich es hoch, was ich mit einer 64-fachen Belichtungszeit, was ich da genau benötige und dann mache ich mein Foto. Ich habe jetzt ISO 100 gewählt und eine 7er Blende oder 7.1 und ein 50stel Belichtungszeit. Jetzt stelle ich noch schnell die Auslöseverzögerung auf 2 Sekunden ein, dass ich da nicht verwackeln, mache mein Testbild. Beziehungsweise stopp, wartet, ich muss erstmal manuell fokussieren. Und es sieht schon mal, mit der Displaylupe kommt man da ganz geil ran, sieht gut aus. Passt, manuell fokussiert, Weißabgleich. Stelle ich jetzt einfach mal auf Sonic und mache jetzt mal mein erstes Testfoto. Ich habe jetzt gemerkt, dass meine Bildkomposition doch eigentlich scheiße war. Ich habe das Stativ jetzt noch höher gestellt und bin näher an die Steine ran und probiere jetzt mein Glück nochmal mit einer 2-sekündigen Belichtungszeit. Ich bleibe auf Blende 7. Es haut mich noch nicht um, ich weiß noch nicht warum. Es ist halt immer so ein, bei mir zumindest so ein Try-and-Error-Ding, bis es mir dann tatsächlich auch gefällt, das Bild. Mal schauen. Cool ist halt, dass die Sonne direkt vor mir untergeht. Schon brutal. Wahnsinnig schade ist, dass das Bild noch nicht so wirkt, wie ich will. Was man ja nicht machen sollte, man sollte am Stativ rumspielen, ja, wenn die Kamera drauf ist, ist eigentlich ein Riesenscheiß. Aber ich habe es jetzt richtig eilig, weil die Sonne gleich weg ist. Ist jetzt kein Foto aus der Karibik, aber scheiß drauf, wir sind am Ammersee. So, jetzt habe ich genug von den Steinen. Ich habe jetzt hier einen Ast hergezerrt. Jetzt dekoriere ich noch ein bisschen mein Ufer. Gar nicht mal so scheiße, oder? Geil.
weil die, jetzt muss alles schnell gehen, weil die, oh, weil die Sonne gleich weg ist. So, den platziere ich jetzt mittig. Und jetzt kann ich auch mit einer 8er Blende auch viel länger belichten. Ich belichte jetzt fast mal 7 Sekunden. Ist eigentlich ganz geil. Bei der Sony-Kamera sieht man es in der Vorschau schon an, ob es einigermaßen richtig belichtet ist. Na, wird's was? Wow! Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Mir gefällt dieser Zufallsshot mit dem Baumstamm 100-mal besser als diese Steine. Entscheidet ihr gern unten in den Kommentaren, welches Bild schöner kommt. Hier an dem Ufer gibt es sonst nichts. Es sind einfach ein paar Steinhaufen und trübes Wasser. Aber ich fand die Idee jetzt ganz cool. Und ja, freue mich, wenn es euch auch gefällt. Und ich euch dazu inspirieren kann, auch an etwas tristloseren Orten auch Fotos zu machen. Manche Fotografen legen ja immer so ein schönes Blatt ins Wasser und fokussieren dann auf dieses Blatt. Das ist auf jeden Fall auch ein Eyecatcher, aber hat sich auch schon ein bisschen tot gesehen. Also Baumstämme ins Wasser werfen ist immer noch eine gute Option, wenn einer da liegt. Beim nächsten Sturm wird er eh wieder angespült. Es ist halt auch immer so eine tricky Geschichte, am Ufer Fotos zu machen oder im Wasser, weil dem Stativ sollte man schon vertrauen, dass das einigermaßen ruhig steht und wackelfrei stehen bleibt. Hat auf jeden Fall was. Das Lustige ist, dass der kleine Ast genau senkrecht in den Himmel hoch steht und dass da auch der hellste Punkt im Bild ist, weil die Sonne direkt dahinter untergegangen ist. Ja, ich bin zufrieden für die 20 Minuten Investition, in den heutigen Abend zumindest, in dieses Bild. Aber denk nicht, dass es so easy ist. Wenn ich 20 Minuten brauche, seht ihr nicht die Jahre, die ich zuvor mit dem Fotografieren verbracht habe. Die Sonne wird jetzt in ein paar Minuten komplett untergegangen sein. Dann ist auch für mich Zeit, um aufzubrechen, weil ich muss ja durch dieses Gebüsch noch durchlaufen. Ist nicht so schön. Aber ich komme schon wieder heim. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank für die Treue zu meinem Kanal. Ich habe jetzt schon über 700 Abonnenten, freut mich unheimlich. Deswegen ziehe ich nach und nach immer mehr los, um für euch coole Fotografie und auch Filmtipp-Videos aufzunehmen. Entscheidet in den Kommentaren, welches Bild am besten ist. Ich werde sie alle mal ins Video mit einspielen. Und dann sehen wir uns bald wieder auf meinem Kanal. Lasst ein Abo da und jetzt sage ich Servus, euer Sigi. Hätte ich jetzt ein Boot, wäre es jetzt eigentlich cooler. Habe ich aber nicht. Aber scheiß drauf. Jetzt packe ich zusammen. So eine Tasche ist unheimlich wichtig, wenn ihr Filter habt. Vor allem, wenn ihr mehrere Filter habt, weil schau mal, die Filter sind so gut gepolstert. Und wenn man die nicht fallen lässt oder die Kamera nicht mit dem Filter umfällt, wie mir auch schon mal passiert ist, halten die eigentlich sehr, sehr lang. Sind gut aufgeräumt in einem Case. So ein Billig-Case ist das, glaube ich, von AIDA. Tipptopp.